Venice Beach in Los Angeles ist bekannt dafür, dass genau da die durchtrainierten Leute so zeigen, was sie so haben. Also eine ganz schön gute Idee von Nika und Nino, sich genau dort als Fitnesstrainer selbstständig zu machen. Venice Beach, Los Angeles. Knapp 5 Kilometer traumhafter Strand am Pazifik. Neben Hollywood der Spot in L.A., an den alle Touristen einmal hinwollen. So ging es auch Nino Cristiani, als er mit Ehefrau Nika 2014 das erste Mal hierher kommt. Wir waren hier gewesen im Urlaub und ich wollte nicht mehr zurück. Und wenn ich dann immer zurück will, dann muss ich was ändern. Und das haben wir dann gemacht. Also wir haben hier entschlossen, okay, lass uns versuchen, hierher zu gehen. Wir haben Recherche gemacht und alles, haben gesehen, der Markt ist da. Und dann haben wir gesagt, komm, lass es versuchen. Die beiden Schwaben ernten in der Heimat wenig Verständnis für ihren gemeinsamen Traum vom Leben in Kalifornien. In Göppingen hatten Nino und Nika sich ein eigenes Fitnessparadies aufgebaut. Ein veganes Restaurant mit Sporthotel. Das alles verkaufen die beiden 2016 und wandern aus. Man hat manchmal im Leben nur eine Chance und die haben wir ergriffen, ohne Wenn und Aber und ohne Zögern. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben unseren Betrieb verkauft, eine Wohnung, Immobilien verkauft und sind dann innerhalb von 6 Wochen hierher gezogen. Und wir haben es keinen Tag bereut. Ja. Nino betreibt Kampfsport und Bodybuilding seit dem 11. Lebensjahr, war im eigenen Hotel schon für die Fitness der Gäste verantwortlich. Doch im beschaulichen Schwabenländle Sportkurse zu geben, ist das eine. In L.A., wo es an jeder Ecke ein Fitnessstudio gibt, als Personal Trainer zu überleben, ist was ganz anderes. Für den 58-Jährigen ist es aber eher eine Herausforderung als ein Hindernis. Hier ist Fitness Mekka, hier sind die besten Leute, die besten der besten. Und wenn du dich in der Branche durchsetzen möchtest, wenn du was Gutes machen willst, musst du hierher kommen, um zu wissen, ob es wirklich das Beste ist und ob es gut genug ist. Im Yachthafen von Venice Beach in Marina del Rey wohnen die beiden in einem Apartment, leben hier glücklich mit Hund Elvis auf rund 100 Quadratmetern. Die Anlage ist eine kleine Luxusstadt in sich, mit eigenem Pool, Café, Wachdienst, Empfang und vor allem eines, einem unverbauten Blick auf den Pazifik. Von dem ist die 48-jährige Nika immer noch jeden Tag hin und weg. Also ganz ehrlich, wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, wie siehst du dich, wo siehst du dich, wenn ich gewusst hätte, damals schon, dass ich tatsächlich aus meiner Leidenschaft und Passion, dem Sport und der Fitness, dass ich das tatsächlich schaffe hier im Shark Tank Los Angeles sozusagen, ja, im Fitness Mecca Los Angeles, dass ich jetzt hier stehe und auf den Pazifik blicke in meinem Strandhaus, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also ganz ehrlich, was will man mehr? Welcome to Paradise. Die beiden trainieren ihre Kunden entweder zu Hause oder im hauseigenen Studio. Zuverlässig, pünktlich, gut ausgebildet. Mit typisch deutschen Tugenden schaffen es Nino und Nika, innerhalb kürzester Zeit sich in Los Angeles einen Namen zu machen. Selbst Stars wie Schauspieler Danny Glover zählen zu ihren Kunden. Wir haben Promis, ich trainiere Gladiator zum Beispiel, American Gladiator. Ich habe eine Kundin, die hat Bestsellerbücher rausgebracht. Alles Mögliche. Ganz normale Leute. Dann habe ich eine kleine Asiatin, die war sehr ängstlich gewesen. Die hat viel mehr Selbstbewusstsein bekommen durch das Boxtraining und durch Selbstverteidigung und so. Ist unterschiedlich. Trainiert wird vor allem in speziellen Anzügen, die die Muskeln mit Stromstößen während des Trainings stimulieren sollen. Der Trainingseffekt soll damit gesteigert werden, um in 20 Minuten die gleiche Wirkung zu erzielen wie sonst 3 Stunden herkömmliches Fitnessprogramm. Auch die deutsche Anna trainiert in dem Stromanzug. Ich habe meine eigene Beauty-Firma, ich habe auch meine Model-Gigs. Ich muss immer schauen, in einer Stadt wie Los Angeles, dass man hier natürlich fühlt, das auch ausstrahlt. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig und natürlich auch für meine Gesundheit. Also das steht an allererster Stelle. Doch nur Personal Training ist den beiden zu wenig. Nika entwickelt mit einem Geschäftspartner einen eigenen Anzug. Der soll ohne Stromkabel auskommen, schick und bequem sein und vor allem mit 250 Euro weniger kosten als die 4000 Euro Spezialanzüge im Studio. Wir haben eine sexy Yoga-Pant gemacht, die man sowohl unter den normalen Klamotten als aber auch als reine Yoga-Pants tragen kann. Keine Kabel mehr, einfach über einen Knopfdruck zu bedienen oder über eine App. Und die Technologie, die hier drin steckt, gab es bis jetzt noch nicht. Das ist also eine Weltneuheit, ist auch daher patentiert.
Mit dem Anzug sind die beiden im Moment sehr erfolgreich, haben es in L.A. geschafft. Damit wird für die 48-jährige Nika ein Traum wahr. Bereits mit 19 war sie als Model hier, jobbte bei einem Kumpel von Arnold Schwarzenegger und zog mit der Bodybuilder-Truppe um die Häuser. Das Café Roma in Beverly Hills war einer der Treffpunkte von damals. Ich habe mich hier verliebt in Beverly Hills, ich wollte immer dabei sein. Es war für mich diese Welt, diese Luxus- und Glamour-Welt. Ich wollte immer hierher kommen, immer. Rodeo Drive, hoch und runter gelaufen und versucht, eine Lösung zu finden, hier zu bleiben, ist ja nicht so einfach, wie wir wissen. Und jetzt, als Nino und ich hierher gekommen sind, war das unser erster Stopp, war, ich muss das Café Roma zeigen. Auch 5 Jahre später ist das Promi-Café immer noch der Treffpunkt für Nika und ihre Freunde. Zu denen gehört auch Prinz Ferdinand von Anhalt. Der ist begeistert von dem Biss, mit dem Nino und Nika sich in L.A. nach oben gearbeitet haben. Die zwei sind außergewöhnlich. Die zwei sind hierher gekommen und arbeiten mehr. Die hatten einen Traum und einfach harte Arbeit erfüllt diesen Traum. Das ist so diese deutsche typische gute Mentalität. Wir arbeiten, wir bauen was auf und wir erreichen was. Aber dafür ist Amerika aber auch wieder da. Nämlich nur mit harter Arbeit schafft man hier auch was. Und dann wird man auch vermögend, reich und du kriegst, was du möchtest. Die zwei sind mittlerweile in Los Angeles angekommen, fühlen sich in ihrer neuen Heimat wohl. Ein Zurück nach Deutschland ausgeschlossen. Für mich persönlich ist es die Stadt. Ich würde nie im Leben woanders leben wollen. Ich wollte es noch nie und ich bin der glücklichste Mensch, dass ich es geschafft habe. Es einem immer noch gefällt, das weißt du nicht am Anfang, wenn du herkommst. Natürlich überlegst du das vorher, aber warst du nicht sicher. Aber für mich oder für uns steht klar, dass wir hier nicht mehr weg wollen. Es ist sehr schön, wir fühlen uns wohl hier. Wir haben ein neues Zuhause gefunden und es gibt keinen Grund für uns mehr zu gehen. Und so lassen Nino und Nika meist jeden Tag so ausklingen, wie ihr Abenteuer 2014 begann. Mit einem Spaziergang am Strand von Venice Beach.